Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von EA Games und wir spielen weiter Zelda Tears of the Kingdom. So, dann wollen wir uns heute mal den Stall hier mal gucken, den Stall des Schneelandes. Oh, ein Reisender, wie schön, dass du diesen abgelegenen Stall besuchst. Vielleicht hast du dich ja darauf gefreut, hier das Ensemble der Spieler zu hören, aber die Musiker sind leider gerade nicht da. Ensemble? Oh ja, du hast doch sicher schon einmal von Ensemble Zügellos gehört. Zu unserem Stall kommen oft Reisende, die darauf hoffen, das Ensemble hier spielen zu hören. Als sie hier aufgebrochen sind, wollten sie in den Nordosten Hyrule's reisen zum Stall des Waldes. Reisende wird schnell kalt bei dem ganzen Ski hier, also wollte ich alle mit Musik und einem Lagerfeuer aufwärmen. Aber ohne das Ensemble kommt nicht einmal die große Fee, die Reisenden ihren Segen erteilt. Ach, Reisende werden unseren Stall nicht besonders einladend finden, ob das gar unser Ende ist. Die große Fee? Wenn es so dunkel ist wie jetzt, kann man es von hier aus nicht sehen. Dort oben auf halbem Weg den Berg hinauf hat sich eine große Fee mit ihrer Knospe niedergelassen. Aber ungefähr seit dem Kataklysmus über uns hereingebrochen ist, versteckt sie sich in der Knospe. Wenn das Ensemble zurückkehren und sie verspielen würde, wird sie sicher auch die große Fee wieder zeigen. Es tut mir leid, dass dieser Stall nicht mehr zu bieten hat. Bitte nimm doch dies als kleine Wiedergutmachung. Bereite dich gut vor, bevor du weiterreist. Wärme dich ruhig noch etwas am Lagerfeuer auf. Ja, sorry Leute. Meine Stimme ist gerade völlig im Eimer. Bitte entschuldige, aber dürfte ich bitten, mir noch einmal die Vorkommnisse hier im Stall zu schildern? Tja, dieser Stall hat ein extrem seltenes goldenes Pferd versorgt, das Prinzessin Zelda in ihrer Obhut hatte. Doch eines Tages ist sie davon gelaufen. Das Verschwinden eines Pferdes von Prinzessin Zelda ist an sich schon ein Titelthema wert. Was mich und viele unserer Leser interessiert, sind die genauen Umstände, die zu diesem Verschwinden führte. Oh ja, das werde ich wohl nie wieder vergessen. Ich hatte mich bereits um die Pferde gekümmert und ruhte mich im Stall aus. Das Pferd der Prinzessin war meist ruhig und freundlich, aber plötzlich wieherte es so laut, dass ich es drin hören konnte. Also bist du zu mir hin, um nachzusehen? Ganz genau, und dort stand sie plötzlich direkt vor dem Stall. Die vermisste Prinzessin Zelda. Als sie sich dem Stall langsam näherte, begann das goldene Pferd wie wild zu toben. Und dann stürmte es Hals über Kopf aus dem Stall. Und während ich dem Pferd noch hinterher schaute, verschwand die Prinzessin ganz plötzlich. Alles war so schnell. Das Pferd und Prinzessin Zelda werden sich ja wohl kaum in Luft aufgelöst haben. So absurd dieses Gezwischer auch klingen mag, scheint es sich hierbei um eine ernste Sache zu handeln. Oh, du bist es, Kollege. Du scheinst ein Talent dafür zu haben, andere unbemerkt zu belauschen. Die ideale Voraussetzung für einen Reporter. Nanu, noch jemand aus der Redaktion? Ganz recht, das hier ist mein Kollege und er ist zwar noch neu, aber scheint über großes Potenzial zu verfügen. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, ihn in unsere Unterhaltung mit einzubeziehen. Gab es sonst noch etwas Auffälliges? Mal sehen. Also das Pferd verhielt sich jedenfalls alles andere als normal. In der Nähe der Prinzessin, die ihm sehr zugetan war und es beschützte, schien es immer sehr glücklich zu sein. Ich weiß auch nicht, was es plötzlich so verängstigt hat. Man sagt, Prinzessin Zelda sei eine sehr warmherzige, ehrenvolle Person. Und eben jene Prinzessin soll dem Pferd Angst gemacht haben. Ich konnte leider nur die Silhouette des Gesichts der Prinzessin sehen. Aber sie wirkte irgendwie kalt. Dabei machte sie bei unserem Gespräch zuvor einen so liebenswürdigen und herzlichen Eindruck. Vielleicht war sie auch bloß etwas verstimmt. Nun, das entlaufende Pferd wieder einzufangen, ist das Mindeste, was ich jetzt noch für die Prinzessin tun kann. Es ist nach Norden gerannt und seitdem fehlt jede Spur von dem Pferd.
Ich würde mich nur zu gern selbst um die Suche machen, auf die Suche machen, doch es gibt Gerüchte über ein großes Flugmonster dort. Da bleiben mir wohl nur der Stall auszumisten und die Rückkehr des Pferdes abzuwarten. Ach, wenn es doch jemanden gäbe, der es finden und zu mir zurückbringen könnte. Zähl das goldenes Pferd. Okay. Ja, guck mal, was er hat. Holzpfeile. Wow! So, das brauche ich hier alles nicht. Okay, ein paar Holzpfeile haben wir jetzt auch schon. So, ich glaube, hier muss man sich noch registrieren irgendwie. Hi. Oh, oh. 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 Ja, nehmen wir nochmal das Bett. Bis morgens bitte. Oh. Hörte, sucht der Spähpostenforscher, da ist ein Bandbrecher. Okay. Okay, zum Spähposten sollten wir dann auch nochmal hin, wieder. So, das heißt, irgendwo im Norden ist Zeldas Pferd. Wäre natürlich. Oh, ein Brunnen. Das können wir tatsächlich mal hier mal machen. Wir legen das mal da hinein. Und dann brauchen wir einen Feuerstein. Nicht. Cool. Komm, Fisch, komm. So, ich speichere mal kurz ab. Kurz abspeichern. Ein paar Sachen zum Looten, bitte. Diamant, sehr cool. Okay, so, da können wir jetzt mal durchdrücken wieder nach oben. So. Okay, also wir müssen jetzt nach Norden, hat er glaube ich gesagt, oder? So, dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir mal nach Norden. Ja, das ist nicht so ganz Norden, was ich jetzt hier gerade gehe.
Gegen ein Flugmonster. Ja, ich vermute, ich weiß es, glaube ich, auch schon, was damit gemeint ist. Ich sehe den schon, okay. Gesagt, gegen ihn kämpfen ist irgendwie gerade nicht so. Ich frage mich trotzdem, wo bitte das Pferd sein soll. So, schnell, 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 ich brauche die. Mit den Bomben war das viel, viel besser. Tatsächlich, ja. Wo ist er denn? Oh mein Gott, ich nehme noch so einen blöden Bogen.
So, komm, zeig mir noch deinen Kopf. Okay, das war jetzt gerade nicht so gut. Na komm. Ach, da ist ein Kopf. Okay, das war nicht so schlau gerade von mir. Oh, Leute! Verdammt, er kommt jetzt auf die Seite. Okay, jetzt müssen wir gleich die Zeitung hier machen. So, wir nehmen am besten die Bomben nochmal dazu. Wo sind die Bomben? Die Bomben! Oh, verdammte Axt! Er lebt immer noch!
So, jetzt ist er fertig. Das war tatsächlich kein guter Kampf, muss ich sagen. Das war tatsächlich überhaupt kein guter Kampf. Ich habe meine Fee verschwendet. Mein Bogen verschwendet. Ich habe alles einfach schlecht gemacht. Das war wirklich, wirklich nicht gut. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir das Pferd jetzt finden hier irgendwo. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich das suchen soll. Am besten, wir gehen da nach oben. Wir blicken mal die Situation bisher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo so ein Pferd herumläuft. So, wir gucken nochmal im Tagebuch. In Richtung Norden davon. Hallo. So, ich speichere mal hier lieber ab. Hier gucken, ob wir das finden. Zeldas goldenes Pferd. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal da in diese Richtung und wir gucken mal. Vielleicht finden wir das Pferd ja irgendwo. Das muss doch irgendwo sein. Da ist es doch. Oh mein Gott. Okay. So. Dann würde ich sagen, wir speichern hier einmal. Boah, das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen tricky, das Pferd zu bekommen. Und das sind so viele Pferde gerade. So, einmal speichern. Oh mein Gott.
glaube, wir brauchen mehr Ausdauer für das Pferd. Mein Gott. Jetzt bin ich schon so leise. Oh, meine Ausdauer ist wirklich nicht gut. Meine Ausdauer ist nicht so gut, okay. Puh. Okay, meine Idee wäre jetzt, nicht, was ich hier kochen müsste, um die Ausdauer. Oder habe ich? Oh, ich habe was mit Ausdauer. Sehr gut. So, ich frage mich gerade nur, wenn ich das jetzt esse. Könnte ich das nochmal nachkochen? Ah, okay. Hier können wir die Ausdauer tatsächlich erhöhen. Gut, bevor ich das jetzt koche, wir versuchen es erstmal so. Nein! So, ich esse das jetzt einmal. Boah, das reicht nicht. Oh mein Gott. Das reicht nicht. Das ist ja wirklich hart, ey. Okay, dann müssen wir tatsächlich das jetzt hier mal kochen. Also, dann, bitte einmal auf den Boden. So, und dann nehmen wir mal das hier in die Hand. In die Hand. Keine Ahnung, wie viel man davon jetzt kochen muss.
Okay. Wir kochen mal gleich zwei davon. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich wirklich auch nicht. Dann, liebes Pferd, kein Bock mehr auf dich, ehrlich. Wo ist denn das goldene Pferd? Hä? Ach komm, ist abgehauen oder was? Da ist es doch. So, jetzt kriegen wir das. Jetzt kriegen wir das. Wir müssen es jetzt kriegen. Gerade jetzt muss es weggehen. Einmal essen. Einmal essen. Wo ist das? Okay. Yes, Freunde! Wir haben das goldene Pferd. Endlich! Zeldas goldenes Pferd. Okay, so viel kochen musste ich jetzt tatsächlich nicht. Ah, sieht schon cool aus. Oh, das Pferd ist schon cool, ey, echt. Und das ist auch echt mega schnell. Nun, sieh sich das einer an. Da ist ja das der Streuner. Kein Zweifel, das ist das goldene Pferd der Prinzessin, das ausgebüxt ist. Wie schön, dass du es gefunden hast. Ich war schon krank vor Sorge. So eine Überraschung. Wie hast du... Hey Kollege, versuchst du etwa schau zu stehen? Du lässt mich als Top-Reporter ganz schön flügellamm aussehen. War nur Spaß. Immerhin liefern mir deine Heldentaten einen Stoff für meinen Artikel. Gut gemacht. Und wie mir scheint, hat das Pferd bereits einen Nahen an dir gefressen. Das kann man wohl sagen. Ich hab's, wenn es dir keine Umstände macht, würde ich dieses Kerlchen gerne in deine Obhut geben. Prinz Zelda hätte ja auch schon darum gebeten, jemanden zu finden, der gut für dieses Pferd sorgt. Und wenn es mit deinen Reisen wie dir Hyrule durchstreift, nun, dann findet er sie vielleicht sogar eines Tages seinen Weg zu Prinz Zelda zurück. Denk nicht lange darüber nach, Kollege. Betrachte es einfach als kleinen Gefallen für das Pferd und nimm es mit. Aber bevor ich es vergesse, eine Kleinigkeit hätte ich dann noch für dich.
Hi. Ja, bitte, nimm das auch noch. Danke. Ich bin sehr stolz auf dich. Okay, kriegst du noch Rubine. Ja. Oh mein Gott. Wenn du etwas länger dabei bist, erhöht sich der Lohn und du kannst sogar Boni erhalten. Weiter so. Also dann, nichts wie zurück ins Büro. Mach's gut, Kollege. Man sieht sich wieder. Abflug. Zeldas goldenes Pferd. So, wie benutze ich den Sattel denn jetzt eigentlich? So, ich glaube, das Pferd müssen wir erstmal registrieren. Oh, das ist aber noch das goldene Pferd und das Prinzessin so liebevoll gekümmert hat. Ich bin damit vertraut. Möchtest du es registrieren? Ja klar. Sehr gern. Neues Pferd. Stärke, Tempo, Ausdauer. Wow, cool. Oh. Ja, 20 Rubine passt. Mach jetzt einfach. Okay. Oh. Okay, Prämie wollen wir jetzt nicht einlösen. So, dann geben wir mal den Namen ein. So, das Pferd nennen wir mal Goldie. Ja. Oh. Ja, ich möchte gleich das Pferd mitnehmen, denn wir haben da auf jeden Fall einen Schrein. Punkterras kannst du zum Beispiel den Sattel das wechseln oder seine Mähne frisieren. Ja, ich weiß, warum pfeift. Ich weiß, dass du. Oh. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. So, schaut euch nochmal dieses wunderschöne Pferd an. Sieht richtig gut aus. Gut, in der nächsten Episode geht es dann weiter. In dem Sinne, danke nochmal fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.